How can I help you? You've been standing here for quite a long time. Verzeihung, wie kann ich dir helfen? Du stehst schon ziemlich lange hier. My house is over there, but I cannot cross the road, cars run so fast. Mein Haus ist da drüben, aber ich kann die Straße nicht überqueren, da die Autos so schnell fahren. I see the traffic here is always terrible. Do you want me to cross the with you? Ich sehe, dass der Verkehr hier immer schrecklich ist. Willst du, dass ich die Grenze mit dir überquere? Which is very kind of you. Das ist sehr nett von Ihnen. Gern geschehen. Ich helfe gerne anderen Menschen, insbesondere älteren Menschen und Kindern. You are welcome. I like to help other people, especially the elderly and children. Sind Sie ein braves Mädchen? You make me miss my grandmother. I have not seen her for years. Du lässt mich meine Großmutter vermissen. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Warum? Because she lives abroad with my uncle. Weil sie mit meinem Onkel im Ausland lebt. I think I will come home and make a video call with her right away. Ich denke, ich werde sofort nach Hause kommen und ein Videogespräch mit ihr führen. You should do that, girl. I am sure your grandmother will be very happy. Du solltest das tun, Mädchen. Ich bin sicher, deine Großmutter wird sehr glücklich sein. Verzeihung. Yes, what can I do for you? Ja, was kann ich für dich tun? Can you show me the way to the post office? I need to send a gift to my parents. Können Sie mir den Weg zur Post zeigen? Ich muss meinen Eltern ein Geschenk schicken. Lassen Sie mich sehen. Let me see. It is quite far from here. Why don't you take a bus? I think it will be more convenient. Es ist ziemlich weit von hier entfernt. Warum nimmst du nicht einen Bus? Ich denke, es wird bequemer sein. But I do not know which bus passed by the post office. Aber ich weiß nicht, welcher Bus am Postamt vorbeigefahren ist. You can get on the bus number 2, it will take you about 30 miles. Sie können in den Bus Nummer 2 einsteigen, der etwa 30 Meilen zurücklegt. That is a good idea. Das ist eine gute Idee. Sit here and wait for the bus. Setz dich hier hin und warte auf den Bus. Okay, thank you. Okay, danke schön. I'm Vivian. What's your name? Ich bin Vivian. Wie heißen Sie? My name is Serena. I'm a second year student. What about you? Mein Name ist Serena. Ich bin Student im zweiten Jahr. Was ist mit dir? I am a first year student. I have just come here. So I have not known much about the city. Ich bin ein Studienanfänger. Ich bin gerade hierher gekommen. Ich habe also nicht viel über die Stadt gewusst. I used to, but now I can go everywhere by bus. Taking buses is not as difficult as you might think. Früher habe ich es getan, aber jetzt kann ich überall mit dem Bus hinfahren. Busse zu nehmen ist nicht so schwierig, wie Sie vielleicht denken. Oh, I will try. Oh, ich werde es versuchen. Megabus is coming. I have to go now, Vivian. Megabus kommt. Ich muss jetzt gehen, Vivian. Okay. See you again, Sir. Okay. Wir sehen uns wieder, Sir. Good morning, Mother. How can I help you? Good morning, Mother. How can I help you? Well, I am finding a dress for a birthday party tonight. Ich suche heute Abend ein Kleid für eine Geburtstagsfeier. What color do you like? Welche Farbe magst du? I like red. Ich mag rot. And a short or long dress. Und ein kurzes oder langes Kleid. I think the long one will be more suitable. Ich denke, das lange Modell wird besser geeignet sein. Please wait for a few minutes. I will find you a suitable dress. Bitte warten Sie einige Minuten. Ich finde für dich ein passendes Kleid. Okay, thanks.
Okay, danke. Do you like this dress, madam? Gefällt Ihnen dieses Kleid, meine Dame? This one is beautiful, but I do not like the sleeves. Das hier ist wunderschön, aber die Ärmel gefallen mir nicht. Is there anything without sleeves? Gibt es etwas ohne Ärmel? Course, madam. Natürlich, meine Dame. That is it. Das ist es. Do you want to try it on? Möchtest du es anprobieren? Triton, where is the fitting room? Triton, wo ist die Umkleidekabine? Eating room is over there. Das Esszimmer ist da drüben. What is the problem with the dress, madam? Was ist das Problem mit dem Kleid, Madame? This one. But have you got it in a larger size? I think I have gained weight. Dieses hier. Aber hast du es in einer größeren Größe? Ich glaube, ich habe zugenommen. I have, madam. Is that a good fit? Passt das gut? Just right, I will take it. Genau richtig. Ich werde es nehmen. Do you want to buy anything else? Möchten Sie noch etwas kaufen? No, thanks. It is enough. How much does it cost? Nein, danke. Es reicht. Wie viel kostet es? It is $50. Do you want to pay in cash or by credit card? Es kostet $50. Möchten Sie bar bezahlen oder eine Kreditkarte kaufen? Credit card. Kreditkarte. This is the bill and your credit card. Dies ist die Rechnung und Ihre Kreditkarte. Thank you. Danke schön. Good morning, sir. How can I help you? Guten Morgen, mein Herr. Wie kann ich dir helfen? Well, I bought a dress for my wife yesterday, but she did not like it. May I return it? Ich habe gestern ein Kleid für meine Frau gekauft, aber es gefiel ihr nicht. Darf ich es zurückgeben? I am afraid you cannot return it, but you can change it for another one. Ich fürchte, Sie können es nicht zurückgeben, aber Sie können es gegen ein anderes austauschen. Did not fit her, is it right? Hat ihr nicht gepasst, oder? Ist das die einzige Farbe, die Sie haben? No, she did not like the color. Nein, die Farbe gefiel ihr nicht. What color does she like? Welche Farbe mag sie? She likes yellow. Do you have it? Sie mag gelb. Haben Sie es? Yes, sir. Please wait for a while. Ja, sir. Bitte warten Sie eine Weile. Here is the dresser. I hope she will like it. Hier ist die Kommode. Ich hoffe, es wird ihr gefallen. Do you want to choose anything else, a pair of shoes? Möchten Sie etwas anderes als ein paar Schuhe auswählen? That is a good idea. Das ist eine gute Idee. So, do you know her size? Also, kennen Sie ihre Größe? Let me see. I think it is a size 37. Lassen Sie mich sehen. Ich glaube, es ist eine Größe 37. What do you think about these? Was denkst du darüber? It looks so beautiful. I guess my wife will love them immediately. Es sieht so schön aus. Ich schätze, meine Frau wird sie sofort lieben. In case they do not fit her, may I change for others? Für den Fall, dass sie ihr nicht passen, darf ich mich für andere ändern? Yes, but you should change for ones with equal or higher prices. Ja, aber sie sollten gegen solche mit gleichen oder höheren Preisen umsteigen. Okay, how much do I have to pay for these shoes? Okay, wie viel muss ich für diese Schuhe bezahlen? $40. $40.